Hallo Freunde, interessanter Artikel, der im Grunde genommen eine Werbung ist für Kitchimea K53, aber in dem Artikel wird sehr viel Wichtiges erwähnt. Es geht um die Frage, helfen Probiotika und wenn nein, warum nicht und wenn ja, warum? Und da kann ich gleich mal anfangen mit meiner Erfahrung, dass ich vor 20 Jahren sehr häufig das Omnibiotik verschrieben habe, das sich auch sehr stark in den Apotheken verbreitet hat. Ich war eigentlich ziemlich enttäuscht über die Wirkung. Also das, man dachte, es würde umstimmen, aber es ist nicht so passiert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und jetzt nichts gegen dieses Produkt unbedingt, aber es ist in einer Reihe mit anderen Probiotika der frühen Zeit, wo man aus heutiger Sicht sagt, es ist gut gemeint, aber die Effektivität ist nicht so hoch. Und in diesem Artikel wird es ganz gut beschrieben. Es ist generell ein informativer Artikel. Wir sehen hier zum Beispiel das Foto von Joshua Lederberg, der eben vor etwa 20 Jahren für seinen Beitrag in der Bakterienforschung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde und von dem auch das Wort Mikrobiom kommt. Mikrobiom heißt die mehreren Billionen Keime, die der Darm so hat. 99% davon sollen wohl im Darm sein. Der Rest ist auch mal ein bisschen woanders, wie in der Mundhöhle oder auf der Haut oder ja, in anderen Körperöffnungen und deren Umgebung gibt es dann verschiedene Zusammensetzungen. Und da ist jetzt relativ viel geforscht worden und für mich war das eigentlich die größte medizinische Neuerung meiner aktiven Zeit. Am Anfang wusste man davon nichts und dann hat man langsam erkannt, dass hier einiges an Bedeutung stattfindet und in dem Bereich der Medizin, in den ich gefunden habe, wo es um Themen des Immunsystems geht, um das Hormonsystem, da ist es entscheidend, was Bakterien dazu beitragen oder nicht beitragen. Man kann das jetzt in Bezug auf die Umleitung sehen, über die Ernährung. Wir sehen ja, dass manche Menschen, die so oder so essen, ganz verschiedene Aktivitäten im Immunsystem haben und dann auch hormonell verschieden aufgestellt sind. Und da hat man früher gesagt, ja, das ist, weil sie eben zum Beispiel zu wenig Vitalstoffe aufnehmen. Ja, heute sehen wir, das hängt ja von den Bakterien ab. Gibt es Bakterien, die dabei helfen? Es gibt welche, die dabei nicht helfen. Es gibt Bakterien, die mehr oder minder für sich und ihr Eigeninteresse leben. Und dann gibt es Bakterien, die eher als symbiotisch leben, also mit uns in einer Einheit. Die kriegen von uns was, auf jeden Fall, von dem, was wir essen. Die tragen aber auch zu unserem Leben bei. Und da geht es dann immer weiter in Themen, dass das Immunsystem, wie es funktioniert, stark geprägt ist davon, welche Bakterien da sind. Dann geht es natürlich auch um Phänomene, wie wenn ich so viele Keime habe, und wir sprechen ja nicht nur von Bakterien, sondern wir sprechen auch von Pilzen, wir sprechen von Protozoen. Wir sprechen bis zu einem gewissen Grad auch von Viren, die über dieses Mikrobiom regieren. Also da gibt es einige Erkenntnisse dazu. Und das sehen wir öfters, wenn wir eine stärkere Virusinfektion mitmachen, dass das auch die Bakterien in unserem Darm beispielsweise ändert, wenn wir da mal hinschauen. Und wenn wir sehr viel Zucker, Süßstoffe, leicht aufspaltbare Kohlenhydrate essen, haben wir oft das Phänomen, dass wir relativ viel Luft im Darm haben. Und das hat mich ja dann vor einigen Jahren bewogen, einfach bei jedem zu schauen, einfach von außen ran zu tasten, wie viel Luft ist eigentlich drinnen in dem Bauch. Also man lässt locker, damit es nicht so zur Verfälschung kommt, durch Muskelanspannung, dass man Eindruck hat, okay, wie viel Liter Gas birgt dieser Mensch. Und da gibt es eine Grundregel, je mehr das ist, desto schlimmer ist es eigentlich. Also ein gesunder Darm hat normalerweise keine Luft. Es gibt natürlich so Gasbildungen bei Nahrungsabbauprozessen, na, das wissen wir, es gibt blähende Nahrungsmittel, was weiß ich, Kohlgerichte oder
Bohnen, es gibt verschiedene, ne, wo dann auch Gase entstehen in diesem Abbau. Okay, das ist bis zu einem gewissen Grad ein Phänomen, aber der Hauptteil entsteht eben dann von gasbildenden Bakterien. Naja, und jetzt stellt der Autor hier einige Zusammenhänge dar und konzentriert sich dabei auf die Darstellung von Forschungsergebnissen. Das hat er dann am Ende des Artikels auch sehr schön angeführt. Und da gibt es zum Beispiel das eine Phänomen, dass übergewichtige Menschen ein Mikrobiom haben, das sie sozusagen vereint, also die Zusammensetzung ihrer Bakterien, zielt darauf ab, dass sie übergewichtig sind. Und das wurde in einer sehr interessanten Studie mit Mäusen dann dargestellt. Man hat einfach die Bakterien aus dem Darm von schlanken Bakterien herausgenommen und hat das dann den übergewichtigen Mäusen gegeben. Und gefüttert wurden die ja immer gleich. Aber das Interessante ist, dass wenn jemand, also wenn eine Ratte von einer schlanken Maus die Bakterien bekommen hat, dann ist sie schlanker. Und wenn man einer schlanken Maus das Mikrobiom von einer übergewichtigen Maus einpflanzt, dann wird sie übergewichtig. Und das ist eben dann diese scharfe Frage, wie reagiert man darauf? Jetzt könnte man natürlich praktikabel das auch mit Menschen machen. Ne? Es ist ein bisschen problematischer einfach, das sehen wir ja. Also wir haben ja aus Notfällen der Medizin, wie die Clostridieninfektion zum Beispiel im Darm, gesehen, dass die Stuhltransplantation, die man da durchgeführt hat, das ist ja das, was man hier mit den Mäusen gemacht hat, dass das dann schon in begrenzten Gebieten gemacht wird, aber so richtig breit in der Medizin hat sich das nicht durchgesetzt. Und das ist ein bisschen schade, weil wenn man es machen würde, und man könnte es ja auch in Wildwestmanier zu Hause machen, was weiß ich, man könnte, der eine könnte sich einen Einlauf machen und könnte dann das, was da eben rauskommt, dem anderen dann in den Einlauf hineingeben. Ist ein bisschen despektierlich, aber wenn der eine sehr schlank ist und der andere übergewichtig ist, kann sein, dass der Übergewichtige damit mehr Gewicht abnimmt, als das mit diätetischen Maßnahmen der Fall ist. Und ich meine, wenn man die Darstellungen so sieht, was weiß ich, Fortbildungen, die ich auch als Arzt mitmache, ne? Da geht es ums Thema Übergewicht, dann sagt man ja auch, ja, man kann dann vielleicht mit irgendwelchen pharmakologischen Mitteln 10% Gewichtsabnahme erzielen, ne? Ja, das kann man eindrucksvoll dann mit anderen Methoden machen, die aber nicht so sich durchsetzen. Gut, also das wäre ein Thema. Oder das Mikrobiom, das wird mit diesem Bild sehr schön gezeigt, hat einen Einfluss auf Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Und das ist ja ein Thema, was ich natürlich dauernd behandle. Das ist ja das, was im Rahmen der Nebennierenfunktionsstörung, der Nebennierenschwäche auftritt. Und da hat man ja gesehen, dass Bakterien den Cortisolspiegel beeinflussen können und dass bestimmte bakterielle Zusammensetzungen dann eben eher diese Form der Nebennierenschwäche machen, die sich dann eben mit Müdigkeit und Abgeschlagenheit ausdrückt. Und jetzt haben dann beispielsweise Belgier, Norweger, diese Forschergruppe um Marc Fremont, dieser Name, der kommt öfters, wenn es um Mikrobiomforschung gibt, die haben herausgefunden, dass es da Bakteriengruppen gibt, also Lactone Factor und Alistipes zum Beispiel. Das sind ungünstige Bakterien. Wenn die mehr da sind, dann ist man müder und abgeschlagener. Und auch hier gibt es dann wieder dieser Versuch. Man hat Menschen, die eben nicht müde und abgeschlagen sind, hat den im Stuhl entnommen und hat das den Menschen zugeführt, die das waren. Und siehe da, da gibt es diese Studie in Australien, 70% der Menschen, die so behandelt wurden, haben dann gesagt, dass es ihnen deutlich besser ging, sie eben viel mehr Energie hatten und das hat sich bei denen auch lange gehalten. Und natürlich gibt es da jetzt die Fragen von, wie kann ich das vielleicht mit einer anderen Ernährung, vielleicht auch ergänzt mit Mikronährstoffen, beeinflussen? Und dann kommt eben dann der Blick auf die Probiotika, wo man sagt, könnte ich nicht einfach eine Kapsel schlucken,
jetzt eine Kapsel, die nicht den Stuhlgang von irgendeinem anderen enthält, wo gute Bakterien drin sind, sondern wo einfach nur die Bakterien drin sind, die sozusagen sauber technisch im Labor so gewonnen wurden und dann auch zugeführt werden können. Und da weist jetzt Herr Meerbach, der Autor dieses Artikels, auf die Probleme dabei hin. Mehrere Probleme. Das erste Mal ist die Stammspezifität. Also wir wissen jetzt, dass Bifidobakterien beispielsweise gut sind, aber es gibt verschiedene Stämme von Bifidobakterien und die haben auch unterschiedliche Eigenschaften. Und da muss man sich eben dann relativ genau damit beschäftigen, welche Wirkung will ich erzielen, welche Wirkung brauche es bei ich. Also da tut es sozusagen nicht ein ähnliches Bifidobakterium. Zweites Problem ist, dass die meisten Hersteller von Probiotika keine Studien durchgeführt haben oder auch nicht an Studien teilgenommen haben. Und deswegen weiß man eigentlich nicht, ob das wirkt, was die machen. Okay. Und jetzt noch interessanter, das habe ich allerdings auch schon jetzt seit Jahren immer wieder propagiert, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt von einem Probiotika-Hersteller 6 oder 10 Keime oder so habe, dann ist die Wirkung nicht so gut wie die 33 Keime, die man jetzt eben im Mycoveda Pur oder im Mikrobiom Interzell drinnen hat, also diesen neueren, beliebteren Probiotika. Jetzt kommt ein bisschen raus, dass dieser Artikel geschrieben wurde, um ein Probiotikum zu bewerben, das Kitchimer. Da geht es nämlich darum, dass man sagt, leider gibt es kaum ein Präparat, das mehr als 50 Stämme hat und das wäre wünschenswert, weil man sagt sich, der Darm hat ja ein paar hundert verschiedene Bakterien, ne? Es geht manchmal über 1000. Und wenn ich da 6 oder 10 verschiedene Bakterienarten zuführe, ist das natürlich nicht so gut, wie wenn ich zum Beispiel 50 zuführen würde. Ein zweites Thema ist jetzt die Dosierung. Da weiß ich nicht, ob ich ihm so hundertprozentig zustimme, aber prinzipiell macht er hier die Rechnung auf, dass er sagt, okay, das Mikrobiom, das geht ja jetzt in Billionenbereich, ne? Also generell, je jünger man ist, desto weniger hat man, aber es würde auch bei einem jungen Menschen schon davon auszugehen sein, dass er wenigstens 10 Billionen Bakterien im Darm hat und bei älteren Menschen kann das dann eben bis 100 Billionen werden. Billionen sind 1000 Milliarden, ne? Das ist relativ viel. Also je älter wir werden, desto mehr werden wir sozusagen zu Bakterien und Protozoen. Weil die Mehrzahl der Zellen, die wir haben, dann schon diese Fremdzellen sind. Naja, das habe ich im Probiotikum, habe ich dann eher Millionen drinnen. Na, und von Millionen zu Billionen ist es weit. Na, eine Million Millionen ist eine Billion. Na, wie viel müsste ich nehmen? Also es wäre günstig, dass man viele zufügt. Man sagt also, eine halbe Billion wäre gut. Wenn ich nur ein paar Millionen drin habe, dann bringt das gar nichts. Ja, ich würde trotzdem darauf verweisen, dass ja bei vielen Menschen im Darm Bakterien schon leben, die sind dann gar nicht so häufig vorhanden, also unter 1 Million vielleicht. Wenn ich mich klug ernähre, wachsen die dann oft und dann sind sie auch wieder zahlreich vorhanden. Und was hier eben überhaupt nicht angesprochen wird, ist, die Bakterien müssen ja, wenn sie jetzt in den Darm gelangen, sich entwickeln können. Sie müssen ernährt werden. Und da kann dann sehr schnell, also ein paar Millionen Keimen, auch können dann auch Billionen werden, wenn die Bedingungen sehr günstig sind. Deswegen, da würde ich so ein bisschen sagen, okay. Dann, was ich so noch gar nicht so gewusst habe, ist, dass die Bakterien gefriergetrocknet werden und dass das ein sehr aufwendiges Verfahren ist. Weil sie ab dem Moment, wo Feuchtigkeit hinzukommt, also man schluckt das jetzt und wenn die Kapsel dann aufgeht, kommt Feuchtigkeit dazu, dann fangen die wieder zu leben an. Es gibt aber Kapseln, wo Feuchtigkeit schon vorher dazukommt und dann wachen die Bakterien auf und dann finden die keine Nahrung und dann gehen die kaputt. Also da gibt es eine große Bedeutung, wie die Verpackung ist. Und da haben die eben dann diese Alu-Blister, die so ganz besonders
stabil sind, in denen die gelagert werden, und wenn das dann geöffnet wird, also dieses Aluminium aufgemacht wird, da, und man das schluckt, dann hat man ein gutes Gefühl, dass das auch aktiv werden wird. Ja, jetzt geht es zum Kitchimeya K53 Advance. Ich habe gedacht, das kommt irgendwie aus Korea oder so. Kitchimeya, ne, klingt gut. Ist aber ein Münchner Unternehmen, ist ein deutsches Unternehmen. Und Deutschland hat ja eine schöne Tradition, ne, über diese E. coli-Nissle-Produktion sehr vielen Menschen geholfen zu haben. Das ist ein wichtiger Dickdarmkeim, den es eben seit 100 Jahren gibt, schon als Produkt. Kolibiogen, Mutterflora heißt das Ganze. Naja, Kitchimeya klingt auch mal gut. Kitchimeya hat 53 verschiedene Bakterienarten. Ja, aber nicht nur das, sondern die haben auch Studien finanziert, was schon ganz gut ist, ne? Und das wurde dann beispielsweise eine Studie, wurde im Lancet publiziert, der immer noch einen gewissen Ruf hat, also ist auch in der Fachwelt anerkannt. Und in Kitchimeya 53 habe ich 600 Milliarden Bakterien drin. Also das ist natürlich jetzt das 30-fache teilweise, was in anderen Probiotika drinnen ist. Ja, und das ist wissenschaftlich auch gut etabliert. Es ist auch so abgepackt, dass sie möglichst nicht durch Feuchtigkeit deaktiviert werden. Ja, also ich muss sagen, von der Produktion her, von der Absicht, von der wissenschaftlichen Verifizierung ist es natürlich ein tolles Produkt, muss man so sagen. Deswegen habe ich es jetzt auch schon seit einigen Monaten, es gibt es ja noch nicht so lange, ich habe das auch registriert und habe gesagt, je mehr, desto besser, aber dass das eben auch so viel mehr Bakterien drinnen sind, war mir auch noch gar nicht so bewusst. Jetzt muss ich eins sagen, das ist unheimlich teuer. Ne? Also, vielleicht googeln wir es mal kurz. Kijimea K53 bestellen, kaufen. Mal schauen, was sie für Preise hier angeben. Hier haben wir es. Naja, okay. Ich hab's noch schlimmer gedacht. Aber es ist natürlich schon viel. Ne? Ich habe hier 84 Stück. Könnt vielleicht zwei täglich nehmen, zahlt 60 Euro. Das ist ein Rabattangebot. Naja, okay. Man muss sagen, es ist teuer, aber es ist schon was. Also, ich denke, dass es besser wirken wird bei vielen Leuten als einiges andere, was es hier so auf dem Markt gibt. Ja. Und man bietet auch nur eine Kapsel am Tag an, also damit kann man locker 2 Monate zubringen. Und ich denke, eine solche Kapsel zu nehmen, wenn man ein Mikrobiomproblem hat, ein Immunproblem hat, eine aktive Hashimoto-Thyreoiditis oder Basedow auch dazu hat, gibt es ein Argument dafür. Natürlich kann man es immer nur ausprobieren. Es gibt viele Unterschiede zwischen den Menschen. Es gibt verschiedene Mikrobiomzusammensetzungen. Aber ich empfehle natürlich immer ein Probiotikum, wenn ich Hinweise habe, dass aus dem Darm kommen diese Störung ist und dass hilfreiche Bakterien Bedeutung hätten. Und ja, bei vielen hat es sehr gut geholfen. Ist nichts für die Dauer, aber ich bin sehr froh, dass es jetzt hier weitergegangen ist mit der Mikrobiomforschung und ich denke, dass es ein gutes Produkt ist. Sollte ich einen anderen Eindruck gewinnen, gebe ich euch Bescheid. Ciao, bis zum nächsten Video.